Herzlich willkommen bei Fitness at Home. Meine Stimme wird dich durch dieses kurze, aber sehr wirkungsvolle und progressiv gestaltete Fitnessprogramm führen, das speziell für dein persönliches Training entwickelt wurde. Die folgenden Übungen dienen dazu, die Muskeln deines Rückens zu kräftigen und zu stärken und deine Gesäßmuskeln zu formen. Und das alles zu ansprechender rhythmischer Musik. Auf diese Weise kannst du dein Fitnessprogramm zu jeder Tages- und Jahreszeit zu Hause absolvieren. Suche dir nun einen geeigneten Ort aus und bereite eine Matte und ein Handtuch vor. Wir beginnen mit einigen Aufwärmübungen für deinen Körper. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme nach oben und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme aus, indem du Rumpf und Arme nach vorne streckst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme nach oben und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme aus, indem du Rumpf und Arme nach vorne streckst. Nun eine Aufwärmübung für das Becken. Hände an die Hüften, Beine gespreizt und leicht angewinkelt, Füße parallel zueinander, kreise mit dem Becken viermal von rechts nach links. 1, 2, 3, 4. Nun von links nach rechts. 1, 2, 3, 4. Wir kommen nun zu Aufwärmübungen für die Beine. Mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen, Hände an die Hüften, hebe nacheinander erst das linke und dann das rechte Knie bis zum Rumpf. Das Knie bis auf Beckenhöhe anheben, Fußspitzen nach oben. Achte während der Übung darauf, mit dem anderen Bein etwas in die Höhe zu drücken. Wiederhole die Bewegung 8-mal mit jedem Bein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vergiss nicht, gut durchzuatmen und führe die Übung mit großer Konzentration durch, um deinen Körper bestens aufzuwärmen. Nun mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen, Hände an die Hüften, Füße parallel. Führe deine Ferse an das Gesäß, zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Bein. Winkle dabei das andere Bein leicht an. Wiederhole die Bewegung 8-mal mit jedem Bein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme nach oben und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme aus, indem du Rumpf und Arme nach vorne streckst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme nach oben und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme aus, indem du Rumpf und Arme nach vorne streckst. Falls du dich noch länger aufwärmen möchtest, wiederhole die gesamten Übungen nochmals. Wir kommen nun zu einer Reihe von Übungen, die deine Rückenmuskeln stärken sollen. Am Anfang brauchst du etwas länger Zeit, um die Übungen gut zu beherrschen. Hier einige Empfehlungen. Kontrolliere immer deine Bewegungen. Ziehe die Schultern nach hinten und halte gleichzeitig Hals und Kopf stets aufrecht.
Die Atmung ist sehr wichtig. Atme ein, wenn du den Muskel anspannst, und atme aus, wenn sich der Muskel entspannt. Den Rücken immer gerade halten und das Becken leicht nach hinten. Halte die Beine parallel zueinander und leicht angewinkelt, um mögliche Verspannungen im Lendenwirbelbereich zu vermeiden. Falls du Schmerzen oder Verspannungen spürst, höre sofort mit der Übung auf. Ich empfehle dir mindestens 2 Übungsstunden pro Woche. Nun beginnen wir mit der ersten Übung. Mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen strecke die Arme dem Körper entlang aus. Die Hände sollten sich hinter dem Rücken berühren. Führe dann die gestreckten Arme in die Höhe, ohne die Hände auseinanderzunehmen. Es ist besser, die Hände auseinanderzunehmen, als die Arme zu biegen. Atme ein, wenn du die Position wechselst, und atme aus, wenn sich die Hände berühren. Führe 2 Sequenzen mit 16 Wiederholungen durch. 1. Berühre die Hände hinter dem Rücken. 2. Berühre dann die Hände über dem Kopf. 3. Berühre die Hände hinter dem Rücken. 4. Berühre die Hände über dem Kopf. 5. Berühre die Hände hinter dem Rücken. 6. Berühre die Hände über dem Kopf. 7. 8. Nun machen wir die Übung in einem schnelleren Rhythmus. 1. 2. Achte darauf, dass die Beine leicht angewinkelt bleiben. 4. 5. Atme ein, wenn du die Position wechselst, und atme 7, aus, wenn sich die Hände berühren. 8. 1. 2. Der Kopf bleibt 3, immer gerade. 4. Und die Schultern 5, sind nach hinten gerichtet. 6. 7. 8. Bevor du die Wiederholungen durchführst, atme gut durch. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Winkle dann die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Entspanne schließlich deine Beine, indem du sie langsam bewegst. Beginnen wir die 2. Sequenz mit 16 Wiederholungen. 1. Berühre die Hände hinter dem Rücken. 2. Berühre dann die Hände über dem Kopf. 3. Berühre die Hände hinter dem Rücken. 4. Berühre die Hände über dem Kopf. 5. Berühre die Hände hinter dem Rücken. 6. Berühre die Hände über dem Kopf. 7. 8. Nun machen wir die Übung in einem schnelleren Rhythmus. 1. 2. Achte darauf, 3. dass die Beine leicht angewinkelt bleiben. 4. 5. Atme ein, wenn 6, du die Position wechselst, und atme 7, aus, wenn sich die Hände berühren. 8. 1. 2. Der Kopf bleibt immer gerade. 4. Und die Schultern sind nach hinten gerichtet. 6. 7. 8. Bevor wir zur nächsten Übung kommen, atme tief durch. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Entspanne dann deine Beine, indem du sie langsam bewegst. Wie zuvor, Beine gespreizt und leicht angewinkelt, strecke die Arme am Körper entlang mit geschlossenen Fäusten. Führe nun langsam große Kreise nach hinten in 4 Zeiten durch. Die Arme sind gestreckt. Halte 4-mal mit den Armen vor dem Rumpf parallel zum Boden an. Schultern nach hinten richten, damit die Kreise so groß wie möglich durchgeführt werden.
Führe die Übung langsam durch, um die Arbeit deiner Muskeln optimal auszureizen. Atme aus, wenn du die Arme nach unten führst, und atme ein, wenn die Arme nach oben gerichtet sind. Führe 10 Sequenzen von Kreisen durch. Beginne langsam mit dem Kreisen in der Höhe und bringe die Arme gestreckt nach hinten. Kreise langsam weiter Richtung Hüften. Bringe dann die Arme parallel zum Boden vor dich. Die Arme bleiben dabei immer gestreckt und die Fäuste geschlossen. Halte dabei 4-mal an. 1, 2, 3, 4. Vergiss nicht, gut durchzuatmen. Bringe dann die Arme wieder in die Höhe. Wiederhole die Übung. Beginne langsam mit dem Kreisen in der Höhe und bringe die Arme gestreckt nach hinten. Kreise langsam weiter Richtung Hüften. Bringe dann die Arme parallel zum Boden vor dich. Die Arme bleiben dabei immer gestreckt. Halte dabei 4-mal an. 1, 2, 3, 4. Die Beine sind etwas angewinkelt und das Becken etwas nach hinten geführt. Dann bringe die Arme wieder nach oben. 1, 2, 3, 4. Anhalten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anhalten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anhalten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anhalten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anhalten. 1, 2, 3, 4. Super Jazz. Nun führen wir die dritte Übung durch. Die Beine sind gespreizt und etwas angewinkelt, Füße parallel zueinander und das Becken etwas nach hinten geführt. Führe einige kleine Kreise durch und wechsle die Position der Arme. Führe 4 Kreise mit gestreckten Armen durch, Fäuste geschlossen und in die Höhe gerichtet. 1, 2, 3, 4. Richte nun im Anschluss die Arme immer gestreckt, parallel zum Boden und kreise wiederum insgesamt 4-mal. 1, 2, 3, 4. Dann bewege die Arme nach unten und kreise 4-mal. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Übung mit schnellerem Rhythmus. Arme nach oben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zur Seite. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zur Seite. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. Nun atme tief durch. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Winkle dann die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Nun wiederhole die gesamte Sequenz. Die Beine sind gespreizt und etwas angewinkelt, Füße parallel zueinander und das Becken etwas nach hinten geführt. Führe einige kleine Kreise durch und wechsle die Position der Arme. Führe 4 Kreise mit gestreckten Armen durch, Fäuste geschlossen und nach oben. 1, 2, 3, 4. Richte nun im Anschluss die Arme immer gestreckt, parallel zum Boden und kreise wiederum insgesamt 4-mal. 1, 2, 3, 4.
3, 4. Dann bewege die Arme nach unten und kreise viermal. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Übung mit schnellerem Rhythmus. Arme nach oben. 1, 2, 3, 4. Zur Seite. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Übung. Nach oben. 1, 2, 3, 4. Zur Seite. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Übung. Nach oben. 1, 2, 3, 4. Zur Seite. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. Nun atme tief durch. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Winkle dann die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wir fahren fort mit der vierten Übung. Mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen, Füße parallel zueinander und mit dem Becken leicht nach hinten gerichtet, führe die Arme gestreckt über den Kopf, Hände zusammen mit Handflächen nach außen. Bewege den Oberkörper nun langsam von rechts nach links. Richte die Arme und den Oberkörper so weit wie möglich nach rechts. Bleibe achtmal in dieser Position. 1, 2, vergiss nicht, die Schultern nach hinten zu richten. 5, 6, 7, 8. Nun führe die Arme langsam nach links und bleibe achtmal in dieser Position. 1, 2, der Oberkörper bleibt aufrecht. Er darf weder nach vorne noch nach hinten bewegt werden. 7, 8. Wiederhole die Übung 5-mal. Nach rechts, bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun so weit wie möglich nach links und bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, vergiss nicht, die Arme maximal gestreckt zu lassen. 6, 7, 8. Wiederhole die Übung. Nach rechts und bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, der Oberkörper bleibt aufrecht. 4, achte darauf, ihn weder nach vorne noch nach hinten zu bewegen. 8. Nun führe Arme und Oberkörper langsam nach links und bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, die Beine bleiben gespreizt, der Kopf gerade. 6, 7, 8. Wiederhole die Übung. Nach rechts, bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, vergiss nicht, die Arme maximal gestreckt zu lassen. 5, 6, 7, 8. Nun führe langsam die Arme und Oberkörper nach links und bleibe 8-mal in dieser Position. 1, vergiss nicht, gut durchzuatmen. 4, 5, 6, 7, 8. Wiederhole die Übung. Nach rechts bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun führe Arme und Oberkörper langsam nach links und bleibe 8-mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atme tief durch. Mit gespreizten Beinen strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wiederhole die Bewegung. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Winkle dann die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Führe nun die fünfte Übung durch.
Mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen, Füße parallel zueinander, Becken etwas nach hinten gerichtet. Bringe den Oberkörper um 90 Grad gebeugt nach vorne. Die Hände lehnen an den Oberschenkeln und die Arme sind angewinkelt. Der Nacken ist parallel zum Boden. Spanne langsam die Rückenmuskeln an wie eine Katze und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, atme tief 4, durch. 1, 2, 3, 4. Nun strecke Rücken und Nacken parallel zum Boden und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, achte darauf, 4, das Kinn nicht anzuheben. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Übung. Krümme den Rücken und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, immer gut 4, durchatmen. 1, 2, 3, 4. Strecke den Rücken parallel zum Boden und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, die Beine bleiben angewinkelt. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Bewegung. Spanne langsam die Rückenmuskeln an wie eine Katze und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, der Kopf 4, ist entspannt. 1, 2, 3, 4. Strecke nun den Rücken und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4. Führe den Positionswechsel immer langsam aus. 3, 4. Wiederhole die Bewegung. Krümme den Rücken und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4. Das Kinn nicht anheben. 2, 3, 4. Strecke den Rücken parallel zum Boden und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4. Die Beine bleiben angewinkelt. 1, 2, 3, 4. Nochmal. Krümme langsam den Rücken und bleibe in dieser Position 8 Mal. 1, 2, führe den Positionswechsel ohne Eile aus. 1, 2, 3, 4. Strecke den Rücken nun wieder und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, achte darauf, 4, gut durchzuatmen. 1, 2, 3, 4. Wiederhole die Übung. Krümme nun wieder den Rücken und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, der Kopf 4, bleibt entspannt. 1, 2, 3, 4. Strecke nun wieder den Rücken parallel zum Boden und bleibe 8 Mal in dieser Position. 1, 2, achte darauf, 3, das Kinn nicht 4, anzuheben. 1, 2, 3, 4. Wir kommen nun zur nächsten Übung. Mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen, Füße parallel zueinander, beuge den Oberkörper parallel zum Boden nach vorne. Die Arme sind mit geschlossenen Fäusten parallel zum Boden gestreckt. Führe nun die Arme in die Höhe in langsamem Rhythmus. Wiederhole die Übung 16 Mal. 1, 2, 3, 4, der Rücken muss unbedingt gerade bleiben. 7, 8, nochmals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun atme gut durch. Die Beine sind gespreizt und leicht gebeugt. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wiederhole die Übung.
Mit gespreizten und leicht angewinkelten Beinen, Füße parallel zueinander, beuge den Oberkörper parallel zum Boden nach vorne. Die Arme sind mit geschlossenen Fäusten parallel zum Boden gestreckt. Führe nun die Arme in die Höhe in langsamem Rhythmus. 1, atme 2, tief durch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun atme tief durch. Die Beine sind gespreizt und leicht angewinkelt. Strecke die Arme in die Höhe und atme tief ein. Dann winkle die Beine an und atme tief aus, indem du Oberkörper und Arme nach vorne bringst. Wenn du intensiver trainieren möchtest, genügt es, die gesamte Sequenz ein zweites Mal durchzuführen. Nun kommen wir zu einigen Entspannungs- und Stretching-Übungen. Ich empfehle dir, Stretching zu vermeiden bei Entzündungen der Gewebe, bei kürzlich geheilten Knochenbrüchen und bei Verstauchungen oder Verrenkungen. Lege dich nun auf den Rücken, lehne die Knie auf deine rechte Seite, strecke den linken Arm links am Boden aus und richte auch den Blick nach links. Tief durchatmen. Dann wechsle langsam die Position. Immer auf dem Rücken liegend, lehne die Knie auf deine linke Seite, strecke den rechten Arm rechts am Boden aus und richte den Blick nach rechts. Immer tief durchatmen. Wiederhole die Übung. Lege dich auf den Rücken, lehne die Knie auf deine rechte Seite, strecke den linken Arm links am Boden aus und richte den Blick nach links. Tief durchatmen. Nun wechsle die Position langsam. Auf dem Rücken liegend, lehne die Knie auf deine linke Seite, strecke den rechten Arm rechts am Boden aus und richte den Blick nach rechts. Immer tief durchatmen. Immer auf dem Rücken liegend, greife mit der linken Hand das linke Knie. Das rechte Bein liegt mit angewinkeltem Fuß gestreckt am Boden. Der rechte Arm ist über dem Kopf gestreckt. Versuche nun, den rechten Arm und das rechte Bein so gut wie möglich auszustrecken und ziehe dabei gleichzeitig das linke Knie gegen die Brust. Bleibe 16 Mal in dieser Position. 1, das rechte Bein und der rechte Arm liegen immer am Boden. 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun greife mit der rechten Hand das rechte Knie. Das linke Bein liegt mit angewinkeltem Fuß gestreckt am Boden. Der linke Arm ist über dem Kopf gestreckt. Versuche nun, den linken Arm und das linke Bein so gut wie möglich auszustrecken und ziehe dabei gleichzeitig das rechte Knie gegen die Brust. Bleibe 16 Mal in dieser Position. 1, 2, 3, 4. Das linke Bein und der linke Arm sind maximal ausgestreckt. 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiederhole die Bewegung. Immer auf dem Rücken liegend, greife mit der linken Hand das linke Knie. Das rechte Bein liegt mit angewinkeltem Fuß gestreckt am Boden. Der rechte Arm ist über dem Kopf gestreckt. Versuche nun, den rechten Arm und das rechte Bein so gut wie möglich auszustrecken und ziehe dabei gleichzeitig das linke Knie gegen die Brust. Bleibe 16 Mal in dieser Position. 1,
2. Das rechte Bein und der rechte Arm liegen immer am Boden. 5. 6. 7. 8. Nochmal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nun greife mit der rechten Hand das rechte Knie. Das linke Bein liegt mit angewinkeltem Fuß gestreckt am Boden. Der linke Arm ist über dem Kopf gestreckt. Versuche nun, den linken Arm und das linke Bein so gut wie möglich auszustrecken und ziehe dabei gleichzeitig das rechte Knie gegen die Brust. Bleibe 16 Mal in dieser Position. 1, 2, das linke Bein und der linke Arm sind so weit wie möglich gestreckt. 6, 7, 8, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An dieser Stelle hast du deine Lektion Rückentraining beendet. Wenn du möchtest, kannst du gleich mit der nächsten Lektion fortfahren, die ich dir gleich vorstellen werde.